Ich auch über die Maria Petrova sitzt hier und liest noch die Fanpost, die da heruntergeflogen kam von den Rängen. Congratulations, Maria, for a very good competition. And ich musste mal fragen, ob sie diesen Erfolg erwartet hat. Did you ever expect this success? So-so. Oh, so 50-50. Yeah. But you have to share the success with Ekaterina Zelebryanskaya. Is it angry for you? You're angry about this? No, I'm very happy because I have a very hard concentration. She's a very nice gymnast. I'm happy. Ich habe sie gefragt, ob sie ärgerlich ist, dass sie diesen ersten Platz mit der Ekaterina Serebryanskaya teilen muss. Sagt sie, nein, sie ist glücklich über das, dass sie sich den ersten Platz so teilen müssen, denn sie ist auch eine sehr, sehr gute Wettkämpferin, eine sehr, sehr starke Wettkämpferin. I think now you're under pressure for the Olympic Games as a third-time world champion. You think? I don't know anything now about the Olympic Games. I need just a very big vacation and just to have a break. Also ich habe sie gefragt, ob sie sich dann ein bisschen unter Druck fühlt dann für die Olympischen Spiele 1996 in Atlanta. Aber da sagt sie nein, da denkt sie noch gar nicht dran. Erstmal braucht sie eine ganz, ganz große Pause und eine Erholung und dann sieht man mal weiter, wie es für die Olympischen Spiele weitergeht. Your expectation for tomorrow, for the finals? I'll play for the public with pressure, without my pressure, just for public. Also ich habe sie gefragt, morgen die großen Gerätefinals. Sie spielt einfach mit dem Publikum und sie tanzt, möchte man es fast sagen, für das Publikum morgen bei den Gerätefinals. Eine große Maria Petrova. Thank you for coming and again congratulations and see you tomorrow. Thank you very much. Welcome. Das war's von hier 1-2 aus Wien, aber wir kommen zurück mit ebenfalls einer sehr, sehr spannenden Wettkampferwartung. Da geht es nämlich um die Gruppe. Da geht es um den siebten Platz für die